Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pikmin 3 Deluxe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Pikmin, wo wir immer noch den Raumfahrer von Hokotate hinterher rasen. So, heute mache ich es mal ein bisschen anders. Oh, es regnet. Hat es beim letzten Mal auch schon geregnet. Ja. 10 von denen. Dann hole ich mir, sagen wir mal, 70 von dem blauen. Und dann hole ich mir noch 20 Flügel-Pigments. Und mach jetzt so gesehen 3 Einheiten. Einmal die Flügel-Pigment-Einheit. Obwohl, nee, sagen wir mal die Feld-Pigment-Einheit. Die übernimmt Charlie, falls irgendein Kristall aufgebrochen werden muss. Dann mache ich hier doch die Flügel-Pigment-Einheit. Falls was abtransportiert werden muss. Und dann halt noch die Wasser-Pigment-Einheit. Okay. Das bilde ich mir jetzt aber nicht ein. Das Ding da unten war letztes Mal definitiv noch nicht da. Ja. Wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Ja, blaue Pigments können auch im Wasser angreifen. Ich brauche einmal die Flügeleinheit, die mir das Tor, glaube ich, hochhält. So. Und dann brauche ich auch einmal die Wassereinheit. Eigentlich kann ich die beiden Einheiten mal eben kurz eine werden lassen, wenn ich Bock drauf hätte. So, gucken wir auch mal auf die Karte. Da müssen wir hin. Okay, ich mache hier gerade was grundlegend falsch. Wollen wir nochmal einfach von vorne anfangen und sagen, hallo, ich bin's Shining und ich baue Scheiße? Ja, jetzt darf ich die Pigments erstmal alle rüberwerfen. Außerdem Fates Pigment. Die lasse ich obvious da drüben. Obwohl, nee, ich glaube, der Boss hatte auch irgendwas Kristallenes. Wir überspringen einfach mal, bis ich das alles rübergeworfen habe. Warte. Wir schmeißen jetzt mal die 10 hier rüber. So, ihr habt euren Job. Zieht das raus. Und bringt das dann zurück nach Hause. So, ich wünsche euch viel Spaß. Ein Glück. Das geht. Ich wollte eigentlich 3 Einheiten machen. Na gut, kann ich am Ende immer noch. Ich denke mal, für den Bossfight, wenn ich mich jetzt wieder richtig anstelle, dann brauche ich nicht lang. Den Teil hier überspringe ich einfach mal, weil das dauern kann. Nom 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 nom. So.
So, Leute, ich habe jetzt endlich alle rüber befördert. Jetzt haben wir hier erstmal einen Zwischenboss. Aus meiner Sicht zumindest. Wir können das gleich einsammeln. Zwiebelkrabben können gefährlich sein. Nimmt man von 20 von jeder Pikmin-Art mit, dann trällern sie manchmal ein fröhliches Liedchen. Ich wollte mitsingen und sie wurden alle still. Vielleicht mögen sie meinen Gesang ja nicht. Ich werde unter der Dusche üben. So, und das hier ist der Grund, warum ich mir Fates-Pigments mitgenommen habe. So, an die Arbeit, Jungs! Nein, nicht die Zwiebelkrabbe mitnehmen. Also ihr dürft. Irgendwo sind noch die restlichen Teile. Ja, genau da. Nehmt ihr mal. Hier versteckt sich bestimmt doch auch was. Tiny spielt gerade Monster Hunter. Der schreibt mir jetzt gleich wahrscheinlich auch auf dem Handy an. So wie ich den kenne. Obwohl der weiß, dass ich am Aufnehmen bin. Da sind die restlichen Teile. Sammelt ihr mal. Ihr sollt sammeln, bevor ich da zu dem Boss gehe. Die man den Braven abtransport werden, die da am Graben sind. So, und bei dem Boss brauche ich auf jeden Fall die Wasserpigments, weil der kann Pfützen machen. Und wir bringen auch erst den Boss am besten um, bevor wir die beiden Sachen hier einmal abtransportieren lassen. Danach können wir unsere Strategie, die ich vorhin ansprach, durchsetzen. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal der Bossfight. Die Felspicken brauche ich halt, um das Teil da oben kaputt zu machen. Lebenszeichen von dort. Schlammstampfer, so heißt der Boss übrigens, zerstört den Kristall und greift ihn an seiner empfindlichen Stelle an. Ich watsch da jetzt noch nicht drauf. Ich will erst alle Infos abholen. Und dieses unerträgliche Schiff. Es mag einmal das Beste auf dem Markt gewesen sein, aber es ist kein Vergleich zu meiner geliebten Dolphin. Doch um sie wiederzubekommen, muss ich Schätze finden und unsere Schulden abstottern. Ja, das ist das Schiff von Okutate. So, hier haben wir noch eine Info. Ist du sein Gleichgewicht, geht er zu Boden. So, und jetzt kommt der Teil, der funny ist. Ich überlege gerade nochmal, was von dem war nochmal der Knopf, um das Teil zu aktivieren. Genau, Y. Direkt von Anfang an. Bam, 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 bam. So, und jetzt wird es schon aggressiv. Ich weiß übrigens nicht, welches Lebewesen das eigentlich darstellen soll. Die Punktkäfer sollen Marienkäfer darstellen. Es ist eine sehr dumme Idee, da einfach drauf los anzugreifen. Oh, ihr seht, was passieren kann. Bam, 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 bam. Ich muss erst das Teil brechen. Und das ist das Gefährliche an ihm. So, jetzt ist das Teil frei. Jetzt kann ich es kaputt machen. Ich habe, glaube ich, hauptsächlich nur Wasserpigments verloren. So, wieder den Booster aktivieren.
muss, glaube ich, diesmal ein anderes Bein angreifen. Ein Glück, sie sind an einen Ort geflogen, der safe ist. Attacke! Es ist übrigens wesentlich praktischer, wenn die hier unten hinfliegen, als wenn sie da oben auf einmal liegen. Fliegt, kommt. Kommt, macht ihn kalt. Macht ihn kalt. Scheiße, ich bin runtergefallen. Ein gesundes Bein hat er noch. So, das war ein gutes Zeichen. Attacke! So, das ist der Teil, den man einsammeln kann. Das Viech selbst kann man nicht abtransportieren. Oh, das ist Olima. Ob es ihm gut geht? Ist das ein Raumschiff? Da muss es Olima gehören. Sieht mir nicht mehr flugtauglich aus. Wir sollten erst einmal umkehren und Olima zu Drake bringen. Ja, zack. Das können die abtransportieren. Und euch wünsche ich viel Spaß. Ich nehme jetzt mal den anderen Trupp. Und schick die mal kurz getrennt dahin. Der kann eigentlich auch zurückkommen. Das Vieh kann man wirklich nicht abtransportieren. Es ist nicht möglich. Ja, wir nutzen dann den restlichen Tag halt, um noch ein paar nützliche Sachen zu sammeln. Ich will den Typ auch, um ihn da hochzuwerfen. So, einmal die Zwiebelkrabbe bitte. Ihr zwei dürft denen auch helfen. Meine Güte, immer diese faulen Säcke, die sich vor der Arbeit drücken wollen. Ich wüsste schon gern, wie viel ich gerade noch im Feld habe. Aber ich brauche fast eh nur die Wasserpigments, also... Ich denke mal, es sind auch hauptsächlich nur die Wasserpigments draufgegangen. Ich überlege gerade, was... Was für eine Frucht haben wir da? Jetzt mal mehr, faulen Säcke. Hilf denen da. Da, helf denen. Danke. Objekt gemacht. Oh, da kommt eine Nachricht von der Drake. Analyse wird durchgeführt. Analyse beendet. Lebensform befindet sich in künstlichem Tiefschlaf. Im Besitz der Lebensform Tagesration an Nahrung. 39 Plastik Kinderspielzeug 1. Dann war es also wirklich Olima, der unsere Nahrung gestohlen hat. Und sogar das Entchen, an dem der Kapitän so hängt. Heute Abend müssen wir ihn aufwecken und fragen, was das sollte. Ja, ich habe mein tausendstes Pikmin offenbar gerade gehabt. Oh, ich habe nur noch 8 von denen. Ja komm, das ändern wir mal eben kurz. Ich denke mal, die Fels brauche ich fast gar nicht mehr.
So, jetzt mache ich das, was ich vorhatte, aber erst nochmal kurz gucken. Kann man da auch wirklich außenrum irgendwas finden? Nein. Da ist ein Rätsel. Und hier ist auch noch was sammelbar. Ich bräuchte hier auch mal die Elektros nochmal. Ich denke mal, im Wassergebiet habe ich eigentlich alles. Ich denke mal, ich brauche die blauen nicht mehr. Dann mache ich die ursprüngliche Strategie. Und nehme einfach von jedem 20 mit. So, kommt. Wir haben noch einen halben Tag vor uns. Da ist recht wenig. Ich gönn mir jetzt einfach. Pam. Irgendwer ist gerade draufgegangen. Ist aber auch nicht weiter wichtig. Attacke. Nehmt es einfach mit. So. Und die Armee, die ich dabei habe, nutze ich dann auch für den. Pam. Ich habe sehr viele blaue verloren. Warum helfen nicht alle Blauen? Noch eine Pampelmuse. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts. So, Leute, der Tag ist rum. Ich habe jetzt hunderte Pigments mit Blüte. Und ich habe mir noch ein paar Blaue gemacht mit den Viechern, die da rumlagen. Und sofern jetzt wirklich die letzte Ebene ist, die da freigeschaltet ist, weil ich weiß, welche das ist, mache ich ab der nächsten Folge erstmal Sammelfolgen, bevor wir das Finale vom normalen Story-Modus angehen. Aha, etwas Neues. Ja, einmal die Traube hier. Bin mir gerade nicht ganz sicher, was für eine Frucht das ist. Der Netzballon könnte eine Melone sein. Honigmelone, um genau zu sein. Aber was für eine Fressmaschine. Rennt einfach mit 39 von unserem Vorräten weg. Was für eine Erleichterung, dass unsere Vorräte wieder da sind. Sehr schön. Wir sind noch ganz gut versorgt. So, das war's mit Tag 14. Heute gelang es uns, den Entflohenen ausführlich von Okotate, Olima, zu fangen. So erhielten wir auch unsere gestohlenen Vorräte zurück. Und Brittany ist nicht mehr sauer. Aber was hat er in diesem Gebiet vor? Wollte er zu dem kaputten Schiff? Wir wollten herausfinden, was hier vor sich geht. Ja, jetzt habe ich den Schlammstampfer für besiege die Bosse. Mach ich auch noch. Keine Sorge. Ich mach noch die Bosskämpfe. In dieser Nacht. Das hier ist also nicht Olima, sondern ein gewisser Louis. Da muss das wohl das Raumschiff von Olima und Louis gewesen sein. Dieses riesige Ungeheuer muss es zerstört haben. Hunger. Ist das alles, woran du denken kannst? Ich habe dir doch gerade was gegeben.
Jetzt, wo mein Engine wieder da ist, sieht alles gleich viel besser aus. Hört mir überhaupt jemand zu? Morgen müssen wir aus ihm herauskriegen, wo Uli mal ist. Nach der Aktion hätte ich ihn aber auch gefesselt. So, Signalsuche, Turm der Einsamkeit. Ja, das ist das letzte Gebiet. Wenn es stimmt, was dieser Louis sagt, müsste sich der echte Ulima in diesem Gebiet befinden. Dann können wir uns endlich unseren Überlichtschlüssel zurückholen. Packen wir es an. Da gehen wir aber noch nicht hin. Wir haben hier 4 Früchte, hier 11 Früchte sogar, da 3 und hier 4. Wir müssen alle 4 Gebiete nochmal und die Früchte alle holen, weil ich will das auf 100% schaffen. Und dann gehen wir dahin, weil wenn wir dahin gehen, ist das Spiel schon eigentlich an seinem Endpunkt angelangt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir unsere Sammelmission machen. Bis dann. Tschüss.